Damit ein herzliches Willkommen zurück zu 4-3. In der letzten Folge hatte ich ja das Problem, dass wir einfach nicht an den zwei Gegnern vorbeigekommen sind. Beziehungsweise, das war sau schwer. Ich gebe zu, ich habe jetzt heimlich gespielt und ich habe diese zwei Gegner endlich ausgeschaltet. Ein Tipp für diejenigen, die dieses Spiel auch noch selber spielen wollen, spielen werden. Holt euch diese Waffe, die ich jetzt hier habe. Damit geht das einfacher. So, auf jeden Fall geht es jetzt hier weiter. Wir müssen mal schauen, wie es hier weitergeht. Hier geht's nicht lang. Aber hier geht's lang. Hat die Tür sich bewegt? Nein. Okay. So, jedenfalls. 35 Jahre mehr. Okay. Weiterlaufen. Ich hab's doch gewusst. Wow! Ich dachte, die kommen jetzt hier nicht hin. Wow, wow, wow. Ich würde sagen, wir sterben jetzt. Boah, leck mich doch mal. Und wir hängen fest. Mann. Haben wir das überlebt? Oh. Okay, wir können das Tor wieder schließen. Da ist einer noch reingekommen.
Oder auch nicht. Das war Glück. Erreiche die westliche Piste und fang. Shit happens. Ich hoffe, wir erreichen den jetzt. Schnell, wir wollen das hinter uns bringen. Ja, wo muss ich denn lang? Oh nein. Hier noch so ein Teil. Oh shit. Wow. Ja.
Ja, nee, ist klar, fängt ja wieder super an. Gut zu wissen, dass hier einer ein Raketenwerfer ist. Schnell, wir wollen das hinter uns bringen. Ja, wo ist denn der? Ah, da oben auch. Oh, meine Güte. Also ja schon schön, dass man hier überall, also immer weiter auf den schießt und schießt, nur nichts passiert. Wobei der brennt. Ich hoffe, jetzt kommt nicht noch so ein...
Ich hoffe, wir schaffen's. Ich habe euch alles gesagt. Lasst mich doch in Ruhe. Keine Arme kennen? Wer seid ihr? Wer seid ihr? Darf ich? Das wird ihn umbringen. Lecker. Es stimmt, Bruder. Empfängnis. Du musst die dreckige Wade töten, die in ihr heranwächst. Das ist nicht mehr eure Mutter. Das Kind. Unsere Mutter. Nette Geschichte. So, weiter geht's. Bevor die Familie sich wieder vereinen kann, müssen die Brüder zuerst die Erinnerung an Harlan Wade auslöschen. Abschnitt 8, Krankenstation. Ihn kalt machen, ein Messer ins Herz stupsen. Mit den ganzen Tests gab mir das Gefühl, ein Monster zu sein. Dabei war er das Monster.
ist es. Hast du Angst vor dem Widerling, oder nicht? Folge mir, wenn du nicht allein hierbleiben willst. Komm schon, beeil dich! Er wartet da drinnen auf uns. Unsere Mutter war nie der Feind. Sie war nur der verlängerte Arm des Teufels. Harlan Wade mag blutsverwandt sein, Bruder. Zur Familie. So, damit war es das auch für diese Folge. Wir sehen den Abschnitt 8 dann in der nächsten Folge. Ich sag mal, ciao, bis zum nächsten Mal.